Wie ihr alle schon mitbekommen habt, wird in der nächsten Woche Aktionstage in Frankfurt stattfinden. Unter dem Namen Blockupy Frankfurt werden wir mit vielfältigen Aktionen unseren Protest gegen die Diktatur nach Frankfurt tragen. Ich will euch mal kurz zitieren, was die Bild-Zeitung heute Morgen als Aufmacher gebracht hat. In Frankfurt ist die höchste Sicherheitsstufe der Nachkriegszeit ausgerufen. Mehrere tausend gewaltbereite Krawallmacher wollen zu Blockupy. Der Lagebericht der Polizei ist dramatisch. Sogar an Rohbomben für Frankfurt sollen die Chaoten basteln. Und der Ordnungsdezernent aus Frankfurt sagt, dass die EZB-Bank unter dem besonderen Schutz Deutschlands steht. Und ich zitiere, denn die Eurobank steht unter unserem besonderen Schutz der Bundesrepublik. Und würden wir die EZB nicht stützen, wäre das die Kapitulation. Und weiter die Bild-Zeitung, die jetzt inzwischen dazu auffordert, dass auch das Occupy-Camp, das seit einem halben Jahr friedlich dort existiert, geräumt wird. Zitiere Bild-Zeitung, wenn das Lager nicht freiwillig aufgegeben wird, dann wird das der erste Kampf vor den Chaostagen. Die große Räumungsschlacht. Das schreibt die Bild-Zeitung heute. Hier wird schon auf Krawall organisiert. Was ist denn eigentlich geplant für im Blockupy Frankfurt? Warum wollen wir nach Frankfurt? Was wollen wir in Frankfurt zeigen? Wir wollen dort unsere Solidarität mit den Menschen, die unter dem Spardiktat der Troika leiden, zum Ausdruck bringen. Wir wollen deutlich machen, dass wir nicht dazu bereit sind, die Krise auf dem Rücken derjenigen auszutragen, die besonders unter ihr zu leiden haben. Wir lassen sie nicht austragen auf dem Rücken der abhängig Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Pensionäre, der prekär Beschäftigten, der Studierenden, der Flüchtlinge und viele andere Betroffene. Das wollen wir in Frankfurt zeigen. Und warum gerade in Frankfurt? Unser Protest geht dorthin, wo einer der Knotenpunkte derjenigen sind, die die Krise verschärfen. Wir wollen hinein, mitten ins Frankfurter Bankenviertel, an den Sitz der EZB und an den Sitz vieler mächtiger Konzerne, die an der Krise verdienen wie nie. Was wollen wir tun in Frankfurt? Wir werden am Donnerstag, den 17. Mai, die Anlagen und Plätze der Stadt Frankfurt besetzen. Wir wollen dort Raum schaffen, um mit anderen Menschen, die aus ganz Europa kommen, zu diskutieren, gemeinsam zu diskutieren, wie es weitergeht, gemeinsam zu feiern, gemeinsam Kultur auch zu genießen. Wir werden am Freitag, den 18. Mai, den Geschäftsbetrieb der Frankfurter Banken stilllegen. Wir werden die EZB blockieren. Wir wollen damit unsere Empörung über die Politik der Troika zum Ausdruck bringen und wir wollen sie dort zum Ausdruck bringen, wo diese Politik gemacht wird. Und wir werden am Samstag, den 19. Mai, zu einer großen internationalen Demonstration in Frankfurt uns versammeln und gemeinsam mit Menschen aus anderen Ländern deutlich machen, dass wir nicht mehr bereit sind, diese Krisenpolitik weiter zu tolerieren. Inzwischen haben sich viele Gäste aus Osteuropa, aus Spanien, aus Frankreich, aus Griechenland angekündigt und ich denke, wir werden zeigen, dass nicht nur in Spanien, Frankreich, Griechenland Proteste möglich sind, sondern auch im Herzen, wo die Politik gemacht wird, in Frankfurt. Wie ihr sicher aus der Presse erfahren habt, sind inzwischen alle angemeldeten Aktionen in Frankfurt verboten. Was ist denn eigentlich dort verboten worden? Verboten worden ist eine Rave-Party. Verboten worden ist eine Mahnmache der Ordensleute für den Frieden, die diese schon seit 20 Jahren durchführen. Man hat verboten, dass sich 20 Ordensleute für den Frieden dort friedlich versammeln vor der Deutschen Bank. Das muss man sich mal vorstellen. Verboten worden wurden sämtliche Bahnwachen. Verboten worden ist eine Demonstration. Gegen all diese Verbote sind inzwischen rechtliche Mittel eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier stehen, wird in Frankfurt darüber verhandelt, wie das Verbot aufgehoben wird. Wenn es heute nicht zu einer einmaligen Lösung kommt zwischen der Stadt Frankfurt und den Anmeldern, dann wird am Montag das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, wie wir protestieren werden. Aber selbst egal wie es ausgeht, wir werden weiter nach Frankfurt mobilisieren. Die Aktionen in Frankfurt werden stattfinden, unabhängig davon, was zurzeit genehmigt wird.
Auch aus Düsseldorf werden Menschen nach Dortmund, nach Frankfurt fahren. Es wird am Donnerstag, den 17. um 10 Uhr, ein Bus nach Dortmund fahren, wer noch mitfahren will, kann sich gleich noch bei uns melden. Und auch am Samstag, wer nur zur Großdemonstration möchte, auch dort wird ein Bus nach Frankfurt fahren. Meldet euch per Mail, auf den Flyern ist die Mailadresse ausgegeben, oder nachher bei mir. Am Dienstag, den 15., werden wir uns noch ein letztes Mal im linken Zentrum zusammensetzen, um zu besprechen, wie wir in Frankfurt vorgehen werden. Zum Schluss möchte ich kurz noch mal zitieren aus dem Aufruf der Künstlerinnen und Künstler zu dem Verbot in Frankfurt. Man muss sich vorstellen, es sind ja nicht nur die Mahnwachen und Demonstrationen verboten worden, sondern es ist beispielsweise auch ein Auftritt von Constantin Wecker verboten, der am Donnerstag stattfinden sollte. Constantin Wecker und andere Künstlerinnen und Künstler haben einen Aufruf dazu verfasst. Ich zitiere daraus: Der staatliche Versuch, die Block-U-5-Proteste gegen die menschenverachtende Spardiktat der Troika vor dem Banktürm der Finanzmetropole Frankfurt zu verbieten, ist zum Scheitern verurteilt. Die Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo, in Athen, Tunis, New York, Madrid, Rom und bald auch in Frankfurt demonstrieren. Verbote und staatliche Repressionen können das legitime Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht verhindern. Die Sehnsucht nach einem Leben für alle Menschen weltweit ohne Hunger, ohne Elend, ohne soziale Ungerechtigkeit und ohne Krieg nicht unterdrücken. Und deshalb beteiligt euch an den Aktionstagen in Frankfurt. Lasst uns doch gemeinsam zeigen, dass wir die größten Krisenlösungsstrategien zum Wohle der Besitzenden und auf dem Rücken derjenigen, die sie immer schon ertragen mussten, nicht mehr länger hinnehmen. Lasst uns für unser Recht zu demonstrieren, unsere Meinung zu zeigen, gemeinsam auf die Straße gehen.